Um WhatsApp Web auf dem PC herunterzuladen, müsst ihr als allererst in euren Browser gehen und in der Suchleiste WhatsApp Web eingeben. Dort klickt ihr dann dort auf den Download-Link und klickt dort dann auf Für Windows herunterladen. Wie ihr seht, startet hier dann der Download. Und wenn das dann runtergeladen ist, dann könnt ihr dies einfach anklicken. Und dann startet sich das Setup. Um das Ganze dann einzurichten, klickt ihr auf eurem Handy hier oben auf dieses Dreipunktmenü. Dort wählt ihr dann den Punkt Verknüpfte Geräte und klickt dort dann auf Geräte hinzufügen. Dann bestätigt ihr das Ganze und scannt den QR-Code auf eurem Bildschirm. Wie man sieht, sind wir jetzt auf diesem Gerät hier eingeloggt und haben jetzt WhatsApp auch auf unserem Computer. Man kann das natürlich auch ganz schnell wieder abmelden, entweder indem man in der Computeranwendung auf dieses Dreipunktmenü klickt und dann dort auf den Punkt abmelden, oder einfacher, indem man auf seinem Handy bei verknüpfte Geräte auf dieses Windows-Symbol klickt und dort auf Abmelden klickt.